Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon. Heute haben wir ein gutes Thema mitgebracht, ein sehr gutes Thema, wovon der Train natürlich richtig Expertise hat. Ich habe da richtig Expertise von. PlayStation 3. Leute. Was der Miku sagt. Die Konsole nie. Richtig, das will der Miku damit sagen. Ich bin, was die PS3 angeht, ein absoluter Idiot. Ich hatte diese Konsole nie. Deswegen werde ich hier Miku das Wort überlassen. Ich kann halt nur sagen, ich habe mir als der PS3-Hack, als die PS3. Dass Sony PlayStation Network damals gehackt wurde, niemals die PlayStation 3 gekauft. Ja, das waren so meine Gründe. Das ist meine Erfahrung mit der PS3. Nie gekauft. Miku, erzähl uns ein bisschen was über diese Konsole. Hast du auch nie irgendwie mal gespielt an der PlayStation 3? Ja, doch, gespielt. Ich glaube, bei dir habe ich sogar an der PlayStation 3 gespielt. Gespielt habe ich Naruto Storm 2, glaube ich, habe ich an der PS3 bei dir mal gezockt. Kampf gegen Pain. Mein Lieblingskampf. Und aber sonst habe ich so gut wie keine Erfahrung mit dieser Konsole. Obwohl ich die Fat Lady halt schon echt ansehnlich finde. Die erste Generation der PS3. Mhm. Ich mag die vom Design her ganz gerne. Wir hatten doch mal vor ein paar Parts, so hatten wir mal über alte Spiele geredet, ne? Auf der PS3 und so weiter. Ja. Und da habe ich doch gesagt, ja, ich habe mir doch wie heißt das nochmal? Eternal Sonata? Ja. Funktioniert wegen Abwärtskompatibilität nicht. Musste ich mir für PS3 bestellen. Aber meine PS3 hat den Laufwerksschaden. Geil. Und da hatte ich ja gesagt so, na, vielleicht kaufe ich mir eine PlayStation 3 nochmal. Und du so, na, würde ich lassen. Rate mal, was ich mir gekauft habe. Eine PS3? Ich habe eine neue PS3 hier, ja. Hast du wenigstens die Fat Lady? Ja, ja. Weil die konnte. Nee, die ganz alte nicht. Aha, schade. Nicht, weil die ganz alte, müsst ihr wissen, Leute, soweit mir das bekannt ist, kann auch noch PlayStation 2 Spiele von CD spielen. Das war mir nicht wichtig, dass ich sowieso eine PlayStation 2 habe, also. Ja, gut, wir beide haben die Fat Lady. Hab ich alle. Wir beide haben die Fat Lady, ne? Bei PlayStation 2, glaube ich. Ich glaube schon. Also wegen Spiele auch, was heißt dann? Die PlayStation 3 war ja auch zum Großteil der erste richtige, vernünftige Blu-ray-Player. Auch wenn die Konsole halt massiv überteuert war zum Release. Hatte die auch einen schweren Stand am Anfang. Worauf ich ein bisschen eingehen kann, ist auf die technische Seite der PS3. Die PS3 hatte auch zum Entwickeln den wohl allerschlechtesten Prozessor, den du nutzen konntest. Dieses absolut schreckliche Cell-Ding. Wo kein Entwickler drauf entwickeln wollte, weil das eine absolute Katastrophe war, dieses Teil für Entwickler. Deswegen lief auch so gut wie jedes Third-Party-Spiel auf der Xbox besser als auf der PS3. Aber wir muss ehrlich sagen, ich hab ja beides gespielt, Xbox und PS3, ne? Ja. Es war für viele, ist immer die Wahl, bei PS3 und bei Xbox, welche Spiele hole ich mir jetzt für welche Konsole, weil ist ja eben vor allem Multispiele, ne? Genau. Was hole ich mir jetzt für welche Konsole? Und PS3 war halt eher für mich als erstes. Also was halt Xbox habe ich mir auch viele Spiele geholt, aber irgendwann war die Xbox halt Laufwerk im Arsch. Und Red Ring of Death, darüber hatten wir auch gar nicht geredet. Ja, leider, das haben wir vergessen, ne? Und da muss man dazu sagen, die PS3, die Fat Lady hatte einen ähnlichen Fehler, das Yellow Light auf der. Ja, genau. Auf jeden Fall war irgendwann bei mir bei der Xbox 360 das Laufwerk kaputt und dann bin ich zur PS3 gewechselt. Ich hatte die PS3 natürlich schon länger, weil ich dort auch drauf sehr viel früher gespielt habe. Das war noch die Zeit, bevor ich Let's Play hatte auch noch. Da habe ich auch noch PS3 gespielt. Da habe ich auch noch Trophäen gesammelt, so ein bisschen. Darüber können wir auch vielleicht auch mal irgendwann mal drüber reden, aber... Trophy Hunting. Ja. Na, gehuntet habe ich sie nicht, aber habe die Spiele halt komplettiert. Aber die PS3 war für mich halt trotzdem immer eine coole Konsole. Der Controller war ein bisschen leider zu leicht. Das ist so ein richtiges, billiges Plastik. Ist halt kein Vergleich zum 360-Controller, ne? Nee, das war halt gar kein Vergleich. Der war halt richtig Müll. Also wirklich ganz ehrlich, da könnt ihr noch so sehr Fanboy sein gegenüber Xbox 360. Stinkt der Controller der PS3 halt massiv ab. Und der ist halt wirklich, der fühlt sich im Vergleich halt dazu einfach nur mega billig. Wie ein Kinderspielzeug, Alter, aus dem Ü-Ei hat er sich angefühlt. Ist halt echt brutal. Ist halt echt so. Als wäre der vom Fischerpreis gemacht. Fürs schnelle Glück quasi. Ja, aber nur genau. Aber mal ein bisschen ein paar Spiele, die ich darauf gespielt habe. Ne? Ich war ja auf PlayStation 2, aber ich war auch Naruto-Fan schon. Ja. Und auch One Piece-Fan war ich ja schon. Habe ich ja schon auf PlayStation 2 und so gespielt. Natürlich war dann der nächste Schritt.
die Naruto-Spiele auf PlayStation 3. Da kam dann Naruto Ultimate Ninja Storm heraus. Mit der großen Konoha Open World. War ziemlich cool. Naruto Storm 2 und Naruto Storm 3 und so. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich werde diesem Spiel niemals verzeihen, dass es den Kampf gegen Zabuza nicht hatte. Ich hasse es. Naruto Storm? Ja, der erste. Das war halt komisch, das war dumm, ne? Aber das habe ich auch nicht verstanden, aber ich fand die Spiele halt trotzdem immer ganz geil, ich hab die gerne gespielt. Das waren sie auch, die waren echt gut. Worauf wollte ich hinaus? Ich habe noch One Piece gehabt. Nee, genau, ich war ja ein Fan von den Naruto-Spielen und deswegen habe ich die Spiele geschlossen. Aber ich habe trotzdem immer sehr neidisch zu der Zeit rüber geguckt, was es auf Xbox, als ich Storm 1 hatte, was es auf der Xbox gab, ne? Da gab es dann erste Screenshots von Naruto Rise of Ninja, wo du halt Zabuza siehst mit seinem riesen Wasserdrachen da, Alter. Wow, ich dachte so, wow. Ja! Rise also of Ninja! War ich ein bisschen geil. War ich schon ein bisschen neidisch, aber trotzdem habe ich auf der Konsole halt viel gespielt. Und ich habe damals da auch auf der PlayStation 3 halt auch die Borderlands 1 und 2 halt mega des Todes gesuchtet. Genau wie die Sly-Trilogie. Ne, die Sly-Raccoon, da gab es auf PS3 eine Trilogie. Und aber auch der Teil 4, was seitdem leider kein neuer Teil rauskam. Das war für mich quasi die zweite Main-Konsole früher. Dante's Inferno, Moon Factory Oceans exklusiv, glaube ich. Nee, gar nicht, gab es auf Wii. Aber habe ich auch gerne gespielt. Den Tomb Raider Reboot. Skyrim habe ich auf jeder Konsole gesuchtet. Auf PS3 genauso viel wie auf der Xbox damals. Diablo 3 auch. Viel die Konsolenversion gespielt. Dann noch die Dragon Ball Budokai HD Collection, auch alle drei Teile drinne. Budokai, nicht die Tenkaichi, sondern normalen Budokai. Ja, Budokai 1 bis 3, ne? Aber auch sowas wie Burst Limit oder Raging Blast, ne? Gibt's. Raging Blast ist so geil, Alter. Habe ich natürlich aber auch sehr gerne gespielt auf der PlayStation 3. Aber das war eher sowieso ein Multi-Ding, ne? Ja, genau. Ich habe mich nie wirklich für die PS3 exklusiven Spiele fast nie interessiert, auch wenn ich ein paar hier habe. Zum Beispiel. Bleach, Soul Resurrection habe ich hier. Ist halt ein sehr repetitives, aber sehr langes Spiel, wenn du alles haben willst, was ich gemacht habe und da 160 Stunden gebraucht habe und eigentlich nur dasselbe gemacht habe die ganze Zeit im Spiel. Nice! Chillig! Und dann habe ich noch 3D Dot Game Heroes, das ist von From Software. Und das soll Zelda-like. Genau, das soll richtig gut sein. Ja, und das ist bis heute noch exklusiv für PS3. Also ich habe einige, ne? Ich habe auch hier Fallout und Fallout New Vegas habe ich mir geholt oder Silent Hill Homecoming, genau wie Heavenly Sword. Weißt du, so einige Spiele, die musste ich, wenn die ich mir eigentlich immer noch exklusiv gibt, wo ich mir gedacht, also nicht alle, aber viele, wo ich mir einfach dachte, ich will die irgendwann mal vielleicht mal spielen, dann hole ich mir gleich für die PS3, weil wegen exklusiv und warum nicht. Ne? Und wir wollen auch gar nicht davon reden, es gibt sogar ein Yoko Taro Spiel auf PS3 und das ist Drakengard 3 auch und Drakengard 3 hat den schlimmsten Boss in der Videospielgeschichte. Den schlimmsten Endboss. Aber nicht, weil er unbedingt schwer ist, sondern weil das Spiel performance-technisch eine absolute Katastrophe ist. Ja, aber Sonic, genau wie Sonic 06, das war auf der PS3 richtig, aber gut, das war überall kacke. Aber Sonic 06 war wenigstens noch witzig. Das hat nicht gefrustet. Aber man muss sagen, es gab auf der PS3 gab viele große, was ich ein bisschen bei der PS3 ein bisschen schade fand, viele große Reihen aus der PlayStation 2-Ära wurden einfach auf der PlayStation 3 gar nicht weitergeführt. Genauso wie die großen Spiele auf der PS3 halt aber auch auf der PS4 nicht mehr so wirklich vernünftig weitergeführt wurden. Und es gab halt Sony so schade. Genau, und es gab halt nur viele Remaster. Es gab halt dann Last of Us, aber meine Meinung zu Last of Us kennt ihr. Ich finde die Spiele nicht gut. Ja, da gab es halt auch sowas, Uncharted wurde darauf groß. Genau. Sind das ja keine schlechten Spiele. Aber nur so für mich halt 0815 Spiele. Also Last of Us kann ich positiv anmerken. Das ist halt eher so für Casual-Spiele, die einfach mal kurz mal AAA ausprobieren wollen. dass die Charaktere halt in Last of Us sehr geil sind, das steht außer Frage. Aber vom reinen Spiel her ist es halt maximal Mittelmaß, mehr nicht. Und ich will ein Videospiel spielen und nicht angucken. Das ist so das Ding. Ja, aber PS3 an sich fand ich die Konsole immer cool. Du konntest damit ja auch so einen eigenen Server quasi, du konntest auf der PlayStation 3 direkt konntest du auf deinen PC zugreifen über einen Medienserver. Stimmt, das ich halt, erinnere mich, da war halt, was. Das war halt auch was, das war auch cool. Oder war eine eigene Bilder, du konntest Bilder drauf speichern. Also man konnte viel, das war zu der Zeit halt wirklich auch so ein bisschen revolutionär. Revolutionär, weil es halt aber auch
neu, es war einfach neu, dass du Bilder drauf speichern konntest, du konntest Musik drauf abspielen. Zum Beispiel Jace das Victory Versus auf der PlayStation 3, also nicht unsere Version, die wir später im Europa bekommen haben, mit Versus Plus und so weiter, so ein Scheiß. Da frage ich mich, was meinen sie mit Versus Plus, wenn da halt so ein Feature gefehlt hat. Denn auf der PlayStation 3 konntest du bei der japanischen Version, wenn du Musik auf der PlayStation 3 hattest, ne? Bei der japanischen Version. Ja. Und ich habe die japanische Version. Konntest du die Musik, konntest du zum Beispiel Musik runterladen? Sagen wir mal, du holst dir mal den Soundtrack von One Piece runter, lädst sie runter. Genau. So, und du kannst in Jace, dann hast du die auf der Hode und lädst dir auf die PlayStation 3, den Soundtrack von One Piece oder Dragon Ball und so weiter. Und dann startest du Jace das ist ja ein Spiel, wo du halt One Piece Charaktere und den Dragon Ball Naruto und ganzen schon Jump Charaktere da in einem hast. Und du kannst auswählen bei der Stage-Auswahl, welche Musik abgespielt wird, von deiner Festplatte aus. Das ist geil. Und das war auf der Victory Versus Plus Edition, die wir in Europa bekommen haben, nicht mehr dabei. Es war quasi nur eine Übersetzung und es war quasi nur ein Port von der PS3 Edition ohne dieses Feature. Aber natürlich ohne dieses Feature, denn die PS4 hatte dieses Feature nachher nicht mehr. Weil ja, du konntest ja keine Musik draufladen. Das ist kacke. Das ist kacke. Und deswegen ist das halt ein bisschen Betrug. Betrug! False Advertising, Alter! Von nenne ich es einfach Victory vs. Plus und ich habe bis heute kein Feature da drin gesehen, was der Plus da gerechtfertigt. Es ist Victory vs. Minus. Es ist halt eigentlich Minus, weil ein Feature fehlt. Ist ja auch egal. Hauptsache man hat das Spiel in Europa bekommen. Ja, auch eben. Auch wenn es ein Jahr später war. Ich hab's mir halt importiert gehabt für PS3, ne? Aber ja, die PS3 ist für mich immer noch eine gute Konsole. Ja. Also für mich nicht, ich hasse dieses Teil. Mein Hass ist aber nur dem Network-Hack geschuldet, also nicht die Konsole an sich. Ich denke, dass die Konsole ziemlich cool war. Bis auf der Controller, der, wie Miku das so schön ausgedrückt hat, von Fisher-Price kam. Ja, das ist schade. Denke ich, war das solide. Ja. Es war auf jeden Fall für mich eine Zeit, wo ich halt auch viele... Am Anfang habe ich mir die natürlich nicht gekauft, weil zu Anfang war die halt wirklich der Preis, das war ja nicht normal. War, wie viel hat die gekostet? Der 700 Euro oder sowas? Euro. Irgendwie ja, sowas, 700 Euro. Genau. Das ist halt schon wirklich, ich hab nur von Legenden gehört, als jemand sagt so, ich weiß noch, wie da auf dem Schulhof, da habe ich jemandem bei Umzug geholfen, also nicht auf dem Schulhof, sondern auf dem Hof, bei jemand anderes, beim Freund, nicht Schule, komm ich auf Schule, das war in der Nähe vom Schulhof. Und der hatte die PS3 beim Umzug drinne und alle so, oh guck mal, da hat eine PlayStation 3. Und das war halt noch zu der Zeit, wo die mega übertrieben teuer war, weißt du? Alle ja. So, oh mein Gott, da hat der PlayStation 3. Gut. Wie viel wert einfach? Gut, ich hatte nur die Xbox 360. Wie gesagt, ich hatte nie eine PS3. Deswegen hat Miku hier den Großteil des Wortes. Aber ja. Es gibt gute Spiele. Es gibt leider gute Spiele, leider wirst du nie ja. außerhalb von Emulatoren darauf dazu kommen, 3D Dot Game Heroes mal auszuprobieren. Ich meine, ein Zelda-Game wie von den From Software-Machern, ich glaube, das wäre perfekt für dich, ne? Ich müsste mal gucken, ob ich das auf dem Emulator mal nachhole, aber ja, schauen wir mal. Ne? Aber Leute, das war's hier leider schon. Und wir haben tatsächlich mal 3 Runden hintereinander geschafft, ohne dass ich geflogen bin. Richtig! Dieses Mal hat's geklappt. Leute, das war's aber. Schreibt uns eure Meinung zur PlayStation 3. Habt ihr die Konsole besessen? Was haltet ihr davon? Findet ihr auch, dass der Controller von Fisher-Price kommt? Und ja, würde uns interessieren. Like das Video, abonniert unsere beiden Kanäle und das war's von uns. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ja, bis dann.